Heute gibt es ein Interview mit Dr. Florian Huber. Und dazu wieder noch zwei Gewinne. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Bei mir findet ihr Fotografie-Tipps und Tricks, aber auch Informationen zur Kameratechnik und die Geschichte hinter den Bildern. Und in jedem Jahr auch ein kleines Weihnachtsspecial. Dieses Jahr so ein bisschen gemischt, ein paar Interviews, aber auch ein paar Sachen, die es zu gewinnen gibt. Auch in diesem Video gibt es wieder was zu gewinnen. Deswegen würde ich sagen, machen wir gleich mal den ersten Preis, bevor wir hier in das Interview mit dem Flo einsteigen. Den zweiten Preis, den gibt es diesmal nicht nach dem Interview, sondern der ist im Interview versteckt. Also schaut mal, ob ihr ihn findet und dann mit dem richtigen Codewort seid ihr im Lostopf. Achtet darauf, dass er das Codewort nochmal richtig abschreibt. Ansonsten seid ihr raus, weil ich das Ganze mit einem Zufallsgenerator ermitteln werde. Der nimmt natürlich nur die richtigen Eingaben. Und das erste Buch, passend zu dem, was der Flo macht, der ist nämlich Unterwasserarchäologe, gibt es von mir das Buch Unterwasserfotografie, das ist dieses Jahr im Bildner Verlag erschienen und da würde ich zwei Bücher weggeben. Wenn ihr eins davon gewinnen möchtet, Tobi Unterwasser, dann seid ihr mit dem Lostopf und könnt hier eins der beiden Bücher gewinnen. Ja, ist alles drin in dem Buch von ich wähle die Kamera aus, ich wähle das Gehäuse aus, wie fotografiere ich unter Wasser, wie mache ich die Nachbearbeitung im Nachgang. Es ist alles drin in einem Buch und das ist wirklich, ich würde jetzt mal ganz spontan sagen, einmalig auf dem deutschen Markt. Unbedingt mal anschauen, wenn ihr euch für die Unterwasserfotografie interessiert. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein in das Interview. Auch das ist ein bisschen länger gewesen als die anvisierten 20 Minuten. Aber ich denke mal, es ist sehr, sehr interessant geworden. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Flo, schön, dass du die Zeit gefunden hast, dass du hier mal herkommen konntest und wir uns hier in Persona mal treffen können. Für diejenigen, die dich nicht kennen, kannst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen und mal sagen, was du so machst, was du mit der Fotografie vielleicht auch schon zu tun hast. Genau. Gerne, ja. Mein Name ist Florian Huber. Ich bin Unterwasserarchäologe und Forschungstaucher seit mittlerweile über 20 Jahren. Das heißt, ich bin hauptsächlich in Nord- und Ostsee, aber auch weltweit unterwegs, um wissenschaftlich unter Wasser zu arbeiten. Ich erkunde Schiffswracks, ich grabe hier und da mal versunkene Städte oder Siedlungen aus, bin aber auch viel in biologische Projekte involviert, habe zusammen mit drei Kollegen eine kleine Forschungstaucherfirma, Submaris. Und Fotografie, ich fotografiere persönlich erstmal sehr, sehr gerne und ich brauche es aber auch tatsächlich unter Wasser, das ist mit unser wichtigstes Tool. Also wir fotografieren eigentlich bei jedem Tauchgang unter Wasser und dementsprechend bin ich mit der Fotografie schon so ein Stück weit vertraut, sage ich mal. Das ist sehr schön. Für die Technik-Nerds, mit was bist du hauptsächlich unterwegs? Also aktuell habe ich eine Canon R5 unter Wasser im Gehäuse von Seacam und über Wasser habe ich eine R6. Und damit bist du zufrieden? Ich bin mit beiden Kameras eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ja. Ja, also schön. Vor allem die R5, die ist, das ist wirklich ein Biest. Finde ich super. Das Einzige, was ich auch bestätigen kann, die läuft manchmal ja ein bisschen heiß. Das wurde ihr von Anfang an nachgesagt und das habe ich auch schon erfahren. Gerade wenn du 4K 100p filmst, also Zeitlupe unter Wasser in warmem Wasser. Wo also über 20 Grad oder um die 20 Grad ist, wird es noch schneller heiß, wie wenn du jetzt irgendwo in der kalten Ostsee bei 4 Grad unterwegs bist. Kommt jetzt nicht so oft vor, hin und wieder, ist manchmal nervig, aber ansonsten finde ich das Ding schon ganz gut, ja. Okay. Forschungstaucher, ist das eine Ausbildung, ein Studium oder wie kommt man da hin? Genau, das ist eine berufliche Zusatzqualifikation in Deutschland und in weiten Teilen Europas. Das heißt, ich in meinem Fall, ich habe Ur- und Frühgeschichte studiert, also so ein archäologischer Studiengang. Ganz klassisch. Genau. Ja. Letztendlich wäre ich Landarchäologe geworden, aber das merkte ich relativ schnell, dass ich das gar nicht will. Weil ich schon vorher Sporttaucher war, fand ich Tauchen schon immer spannend und habe ich eben mitbekommen, man kann sich auf Unterwasserarchäologie spezialisieren. Diese Forschungsausbildung, die gibt es in, glaube ich, 7 Städten in Deutschland und das ist eine 4- bis 5-wöchige Zusatzqualifikation, wenn du schon tauchen kannst. Wenn du nicht tauchen kannst, dauert es, glaube ich, 10 Wochen oder so. Und genau, in der Zeit lernst du erstmal ein Stück weit nochmal tauchen, ja, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich wissenschaftliches Arbeiten unter Wasser. Also wie vermesse ich unter Wasser, wie nehme ich Proben unter Wasser, wie plane ich überhaupt Einsätze von Forschungsschiffen aus, wie geht es rechtlich, versicherungstechnisch, welche Rettungsketten brauche ich, wenn wirklich mal was passiert, da ist viel Tauchmedizin dabei. Fotografie ist auch ein bisschen dabei, leider viel zu wenig, aber sie ist natürlich ansatzweise mit dabei. Genau, und dann machst du am Schluss machst du so eine 2-tägige Prüfung vor der Prüfungskommission und dann bist du European Scientific Diver oder geprüfter Forschungstaucher. Und das ist sozusagen der Schein, den du brauchst, damit du dann auch versichert unter Wasser arbeiten kannst und Projekte annehmen kannst. Aber so die Arbeit des Forschungstauchers ist sozusagen nicht einfach rein biologisch oder jetzt bei dir rein archäologisch, sondern es ist eine Bandbreite von bis, je nachdem, was dann halt die Firma
Ganz genau. Bekommt. Ja, ist tatsächlich schön interdisziplinär. Das heißt, wir haben Biologen im Team, die mit uns archäologisch arbeiten und umgekehrt. Tatsächlich ist es allerdings so, dass die meisten Wissenschaftler, die forschungsnah sind, die kommen relativ selten ins Wasser. Sag ich mal. Die sind dann also schon überwiegend einfach Wissenschaftler, die im Labor stehen und dann fahren die vielleicht ein oder zweimal im Jahr raus, um dann tauchen zu gehen. Mhm. Und das ist einfach zu wenig, um wirklich ein guter Taucher und ein regelmäßiger Taucher zu sein. Und das haben wir relativ früh gemerkt und wir wollten eigentlich schon immer mehr im Wasser sein, wie im Labor stehen oder sonst irgendwo in der Bibliothek. Und darum waren wir einfach immer viel, viel, viel tauchen und haben irgendwann mal gemerkt, okay, wir können jetzt mittlerweile mehr wie andere und können das als Dienstleistung anbieten. Mhm. Und das ist genau das, was wir mittlerweile eben machen, dass wir dann alles unter Wasser machen, was letztendlich mit Wissenschaft zusammenhängt. Und was ist da der größte Teil? Biologie oder Archäologie oder dann, ich sage jetzt mal irgendwelche, ich hatte meine Dokumentation gesehen, da seid ihr in einem Kraftwerk, einem Wasserkraftwerk irgendwie durch so einen Tunnel geschwommen, um den sich mal anzugucken. Was ist da so der Hauptpunkt? Ich würde sagen, wahrscheinlich ist es so 70% Biologie tatsächlich. Sowas in dem Dreh, 20%, 25%, 30% Archäologie und dann kommen noch so ein paar andere Sachen dazu. Genau, eine Bauwerksuntersuchung, das ist aber eher selten. Wir sind dann auch für Fernsehdokumentationen immer wieder unterwegs. Also wir machen viel mit dem NDR und in den letzten Jahren auch sehr viel ZDF Terra X, weil sowohl Uli als auch ich bei uns in der Firma eben als Moderatoren oder als Moderatoren fungieren, aber auch unter Wasser filmen zum Beispiel. Ja. Also wir sind dann auch Unterwasserkameramänner in unserem kleinen Team. Also es ist sehr abwechslungsreich, aber tatsächlich ist es überwiegend Biologie. Meines Erachtens könnte es noch mehr Archäologie sein, weil ich bin der Archäologe im Team, aber das ist halt so. Okay. Jetzt hast du schon gesagt, dass viel Arbeit von Unterwasserarchäologen, nicht Unterwasserarchäologen, Forschungstauchern an Land stattfindet. Wie ist das bei dir jetzt speziell? Weil ich sage jetzt mal, die Archäologie ist ja nun klassischerweise eigentlich eine Wissenschaft, die sehr viel in der Wissenschaft, in der Bibliothek oder sowas stattfindet, wo man jetzt Bücher wälzt, alte Skripte sich versucht zu übersetzen und da irgendwie vorankommt und dann vielleicht mal ein halbes Jahr irgendwo hingeht, was ausbuddelt. Ja. Ist das dann bei dir auch so bei dem Forschungstauchen, dass du sagst, der größte Teil ist irgendwo in der Bibliothek und dann ein kleiner Teil draußen? Ja, schon. Also es bedarf immer tatsächlich sehr viel Vorbereitung. Dann führst du die Tauchgänge durch und dann sammeln wir einen Haufen Daten. Ne? Und die Daten musst du auswerten in Form von einem Bericht, von einer Publikation. Also es ist dann nicht so, dass wir permanent nur im Wasser sind und den Spaßteil haben, sondern Vor- und Nachbereitung dauert. Und das kann mitunter Wochen oder Monate dauern, wenn du dann wieder recherchierst, wieder in die Bibliothek gehst, dann kommst du nicht weiter, dann legst du das ad acta, machst du erstmal was anderes. Jetzt aktuell waren wir gerade am Bodensee eine Woche tauchen. Bei den Pfahlbauten? Das waren jetzt Schiffswracks, die wir da untersucht haben. Und das war ein Auftrag vom Archäologischen Landesamt Baden-Württemberg in Stuttgart. Und da gibt es also ganz klare Richtlinien, wie auch so ein Bericht auszuschauen hat, wie die Fotolisten erstellt werden. Jedes Foto, was du machst, kriegt eine bestimmte Nummer, muss in der Excel-Tabelle hinten noch anhängen. Also du hast halt einfach Vorgaben, die das Land Baden-Württemberg gibt. Und dementsprechend musst du dich dann durch so einen Bericht quälen, in Anführungsstrichen. Das ist halt ein wissenschaftliches Paper dann unterbricht. Ganz genau, das gehört dann einfach mit dazu. Also sprich, genau, wann immer wir ins Wasser gehen, wissen wir, dass danach auf alle Fälle ein Rattenschwanz an Arbeit noch im Büro dazu kommt. So ein ganz klein wenig hatte ich das auch mal erfahren dürfen. Ich hatte 2015 oder 2016 hatte ich Unterwasserarchäologie mal den Kurs gemacht gehabt. Und für das Modul 1 machst du ja quasi für den Teil 1 machst du diese praktische Sache. Du gehst raus, du lernst, wie du irgendwas vermisst, wie du dir das Wrack anguckst und sowas, wie du eine Zeichnung machst und sowas. Alles schön und gut. Und wenn du dann aber den zweiten Schein haben möchtest, Unterwasserarchäologie 2, dann gehst du nicht nochmal raus, sondern musst du aus dem, was du gemacht hast, irgendwo versuchen, da was draus zu basteln, wo du sagst, da ist jetzt ein Paper draus, in Anführungszeichen, ein Paper draus geworden. Und dann musst du dich halt auch so ein bisschen durchkämpfen. Hat mir damals Spaß gemacht, mehr Spaß als beispielsweise eine Bachelorarbeit oder sowas. Ja. Weil das ist halt trotzdem, es ist halt trotzdem was du selber erlebt hast, was schön ist. Aber, genau, das gehört halt mit dazu. Und klar, es gibt Leute, die finden sowas nicht so gut, aber tatsächlich, ja, ich gebe ja diese Kurse auch und da merkt man dann immer, das dauert ein bisschen länger, bis die Leute dann den Bericht abgeben. Aber klar, das muss man ja auch lernen erstmal, das, was man sieht, das man erfahren hat, irgendwie dann in Schriftform irgendwie runterzuschreiben. Und dann versucht man dann noch irgendwas zu recherchieren und hier und da. Und unterm Strich denkt sich dann derjenige, der den Kurs gibt, wahrscheinlich auch, naja, das ist da eigentlich schon bekannt war. Aber was da aber auch noch interessant ist, damals hatten wir sehr viel mit Stift und Papier ganz klassisch unter Wasser gearbeitet. Kameras waren bei uns erstmal, wurde gesagt, nee, lasst sie mal bitte draußen. Zum einen halt natürlich aufgrund des Aspektes, dass du sagst, okay, dass man es halt wirklich mit Stift und Papier alles lernt, dass man mit dem Maßband ordentlich umgehen kann. Da war auch das Tauchlevel sehr unterschiedlich. Ich war damals noch recht unerfahren beispielsweise, wo halt dann andere schon ein paar tausend Tauchgänge hatten. Ja, okay. Da ist das Gefälle dann doch ein bisschen da. Aber wie ist das jetzt heutzutage? Ist die
Kamera dann einfach eher ein schmückendes Beiwerk, was auch mal hilft, und viel ist immer noch ganz analog, Stift, Papier, Maßband? Mhm. Oder ist die Kamera mittlerweile im Stellenwert ein bisschen höher, einfach auch, weil viel mehr möglich ist mit der Technik heutzutage? Ich würde schon sagen, dass sie höher ist. Bei den Kursen jetzt, es geht immer noch mit Papier und Stift, habe ich auch dabei, ganz klar, weil damit mache ich mir erstmal Skizzen unter Wasser. Wenn ich einen Wrack zum ersten Mal sehe, dann habe ich einfach das dabei und nehme mir ein paar Daten und zeichne mir das Ganze auf. Maßband haben wir auch immer noch mit dabei, weil man einfach mal relativ schnell Länge, Breite, ein paar bestimmte Maße messen kann. Mhm. Aber dann ist immer die Kamera eigentlich mit dabei. Ganz klar, weil wir können mit der Kamera heute unter Wasser extrem viel machen. Also das ist sozusagen das Schwert des Forschungs da. Ne? Zum einen ganz normale Dokumentation. Also ich will ja bestimmte Sachen fotografieren, sei es jetzt Tiere, Situationen, wie ein Riff ausschaut oder wie ein Schiffswrack ausschaut, Baudetails von Wracks oder so. Also habe ich dafür eigentlich immer eine Kamera dabei, um das zu fotografieren. Wir können mit diesen Kameras heutzutage große Fotomosaike machen. Das heißt, ich mache von der Fundsituation 20, 30, 40, 50 Bilder, kann die dann am Rechner zusammensetzen oder händisch zusammensetzen und krieg eine schöne Übersicht von der Fundsituation, die ich vielleicht mit einem Foto nicht drauf bekäme. Weil, muss man wissen, wenn man vielleicht nicht taucht, unter Wasser ist die Sicht oftmals nicht so gut. Das heißt, ich muss näher ran, das heißt, der Ausschnitt, den ich fotografieren kann, ist begrenzt. Ich kann also nicht einen Wrack von oben einmal komplett abfotografieren oder sehr, sehr selten, sondern ich muss nah ran und dann brauche ich viele kleine Fotos. Wir können aus Hunderten und Tausenden von Fotos 3D-Modelle machen. Ja, also gibt es mittlerweile eben auch diese Programme, wo ich einfach Tausende von Fotos reinschmeiße. Ich kann diese Fotos aus unterschiedlichen Winkeln von dem Fundstück machen und dann bekomme ich ein dreidimensionales Bild. Das kann ich an einen Drucker anschließen, ausdrucken. Ich kann das an eine VR-Brille geben. Dann kann ich das Schiffswrack jetzt in meinem Fall virtuell erkunden. Also da gibt es mega coole Möglichkeiten. Und zum anderen, neben diesen ganzen Dokumentationsfotos, die wir machen, die rein wissenschaftlich sind, machen wir natürlich auch die entsprechenden Beauty-Shots. Ja, also wir wollen auch, dass die Situation da unten eben schön und cool dargestellt wird, also mit Gegenlicht, mit Blitz, mit wie auch immer. Dafür ist dann hauptsächlich Uli bei uns zuständig. Ich versuche mich da auch immer wieder dran und manchmal klappt es, manchmal nicht so gut. Das ist einfach unter Wasser schwierig. Ganz einfach, weil wir sehr populärwissenschaftlich arbeiten, beziehungsweise wir als Forscher natürlich auch in die Öffentlichkeit gehen wollen, um zu zeigen, hey, guck mal, was haben wir gefunden oder was machen wir überhaupt da unten so. Weil wir machen Wissenschaft ja nicht für uns, sondern es ist ja letztendlich für alle. Und du kannst heutzutage nicht an ein Magazin gehen, wie National Geographic, Geo, Spiegel, wie auch immer, und hast irgendwie ein paar GoPro-Fotos irgendwie dabei und sagst, guck mal, das ist jetzt mein Megaprojekt, das interessiert dann die Leute eher nur so semi und dann kommst du vielleicht mal in die lokale Tageszeitung. Wenn du aber wirklich gutes Bildmaterial hast du und eine gute Story, dann kannst du das ganze Paket an entsprechende Medien geben und sagen, hey, berichtet mal darüber und dann werden die das auch gerne machen. Und von daher haben wir von vornherein eigentlich immer schon Wert drauf gelegt, wirklich hochwertige Fotos unter Wasser zu machen. Nicht nur für die Magazine, sondern wir halten ja auch Vorträge, wir schreiben Bücher und dann brauchen wir einfach tolles Fotomaterial. Und so kommt dann wirklich vieles zusammen und dementsprechend sind Kameras für uns echt wichtig. Ja. Aber ist es dann so, wenn ihr jetzt zu vier tauchen geht, dass dann jeder eine Kamera mit dabei hat oder sprecht ihr euch dann vorher ab? Beispielsweise, das ist ein Archäologieprojekt, dann hast du eine Kamera, vielleicht eine kleinere dabei und der Uli macht dann ihre schönen Bilder und der Rest guckt dann einfach noch mit oder hat jeder einfach seine große Kamera dabei? Ja, das ist tatsächlich unterschiedlich. Es ist immer blöd, wenn alle die Kameras mitnehmen, weil das haben wir auch, je nachdem, wenn wir wissen, dass es mega cool wird, will natürlich jeder fotografieren und dann kannst du dir vorstellen, wir waren schon mal irgendwie mit 6 Leuten auf den Malediven und jeder hat fotografiert, das ist dann Tohuwabohu, weil jeder natürlich, und du willst natürlich auch immer irgendwie ein Model im Bild haben, der mit einer Lampe irgendwo gerade irgendwas krass anleuchtet und dann musst du erstmal gucken. Also das ist manchmal ein bisschen nervig, wenn jeder fotografiert, aber in der Regel versuchen wir das schon aufzuteilen. Irgendwie, das sagt genau, also ich gehe jetzt runter und mache die Dokumentationsfotos am Schluss macht Uli einfach noch die entsprechenden Beauty-Shots oder Christian oder wer auch immer. Genau, also wir versuchen uns da schon aufzuteilen, weil es ist ja auch aufwendig, unter Wasser zu fotografieren. Gerade wenn du Beauty-Shots machst, dann versuchen wir von hinten immer noch Licht zu geben, dass du so eine schöne Silhouette bekommst. Das heißt, du musst die Lampen positionieren oder musst hinten dir nochmal einen Blitz draufschrauben. Es bedarf dann entsprechend der Vorbereitung. Also da versuchen wir uns schon irgendwie abzuwechseln. Aber weil mittlerweile jeder von uns fotografiert im Team und auch der Letzte, der bislang noch nicht fotografiert hat, Philipp, jetzt auch unterwegs ist, hat natürlich jeder auch immer Bock irgendwie. Man will ja auch besser werden und man weiß, da unten gibt es was Spannendes und dann muss man manchmal so die Disziplin wieder
hervorrufen. Ist ein bisschen weggekommen vom Seegras und hin zur Kamera sozusagen. Hab dann angesteckt. Ja, genau, das ist aber auch okay. Also letztendlich, er war genauso wie ich lange Zeit in der luxuriösen Lage, dass wir einfach mit vielen guten Fotografen unterwegs waren. Ja, also ich habe einfach die besten Fotos von mir beim Arbeiten sind von Uli einfach. Ja. Und dann hat der einfach immer die Fotos gemacht. Und wenn er dann aber mal nicht dabei war, da haben wir gemerkt, blöd, jetzt haben wir ja gar keinen, der gut fotografieren kann. Und darum haben wir vor einigen Jahren eben versucht, eigentlich im Prinzip alle anzufangen und jeder auf einem unterschiedlichen Niveau, sage ich mal, aber immer noch so völlig in Ordnung, dass das eben für Bücher, Magazine und für unsere Arbeit reicht. Genau. Und bei den Magazinen ist es dann sozusagen so, da steht dann halt weniger der Fund als solches im Vordergrund, sondern halt wirklich die Bilder, macht ja auch eigentlich irgendwo Sinn, weil ich sage jetzt mal, so ein kleines, verrauschtes GoPro-Bild von irgendwas macht halt weniger her als ein schönes, richtig schönes Bild von einer kleinen Barkasse oder sowas. Ganz genau, also genau, wir wollen dann schon den Fund mit Tauchern in der Regel natürlich irgendwie featuren, ne? Und dann, je nachdem, also letztens haben wir für ein Titelbild, für ein neues Buch von mir, haben wir eben eine Schiffsglocke, die Christian gefunden hat in der Kieler Förde, eben super schön inszeniert und haben die mit indirektem Licht beleuchtet, weil wir eben wussten, das wird ein Covershot irgendwie und das soll wirklich aufs Titelbild kommen. Und ich hatte das Bild im Kopf, wusste so, hey, das könnte ich mir geil vorstellen, habe das dann Uli quasi verklickert und Uli hat es dann unter Wasser durchgesetzt und umgesetzt und das ist dann auch echt gut geworden, also ein tolles Bild, genauso wie ich es eigentlich haben wollte. Genau, also wir machen uns dann im Vorfeld Gedanken, wie wir was machen wollen und dann geht es los. Und das dauert dann mitunter. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da waren wir in Mexiko in diesen Höhlensystemen auf der Halbinsel Yucatan. Da kannst du ganz viele archäologische Artefakte finden. Also einerseits tief in den Höhlen finden wir prähistorische Funde aus der Steinzeit. Als diese Höhlensysteme noch trocken waren und als der Meeresspiegel stieg und die Höhlen geflutet wurden, entstanden dann diese Wasserlöcher, diese Zenoten, das waren heilige Quellen für die Maya und da haben die dann oftmals große Pötte reingeopfert, sage ich mal, flapsig formuliert. Und einen von diesen Maya-Pötten, den haben wir halt mal fotografiert und ich davor und dann haben wir von oben noch so ein bisschen Sediment runterrieseln lassen, dass es ein bisschen mystischer ausschaut. Dann meine Maske musste genau so im Winkel sein, dass wenn Uli blitzt, dass der Blitz sich in der Maske widerspiegelt. Und dann musste ich natürlich vor dem Pott schweben, durfte den Pott auch nicht anlangen, dass der kaputt geht, aber auch nicht mit meinem ganzen Körper in Sediment rein ditschen, weil sonst hast du eine riesen Staubwolke. Ja, bisschen zu viel Mystik. Genau, das hat das Foto hat bestimmt eine halbe Stunde oder so gedauert. Irgendwie, ne? Und das ist dann schon aufwendig irgendwie. Aber Uli weiß dann eben in dem Moment genau, was er machen will. Und wenn du am Schluss dann, und in dem Moment irgendwann nervt es dich, weil du denkst, Alter, jetzt kommen wir in die Pötte irgendwie. Aber wenn du dann abends das Ergebnis siehst, dann denkst du dir, wow, super, das hat sich entiert irgendwie. Und das sind dann eben die Bilder, die wir dann an die Öffentlichkeit geben können. Und was mir da auch noch kommt, für diejenigen, die es halt nicht wissen, unter Wasser kann man halt normalerweise nicht miteinander reden. Also man gibt so eine kleine Zeichensprache oder sowas, aber mehr ist da halt nicht wirklich drin. Also ja, es gibt Masken mit Funk, aber so wie ich das in den Dokumentationen über euer Team gesehen habe, nutzt ihr das eigentlich so gut wie nicht, oder? Selten, genau. Weil es einfach, es nervt einerseits, andererseits ist es auch so ein Sicherheitsaspekt. Wir tauchen mit einem System, wo wir relativ schnell die Atemregler wechseln können, mit einem redundanten System. Und da ist also eine Vollgesichtsmaske eher hinderlich, sondern wir haben eine Halbgesichtsmaske. Die muss dann da komplett weg. Genau, und das ist, kann man alles machen, schön und gut, und ab und zu machen wir das auch, aber in der Regel tauchen wir da ganz normal wie Sportler auch, Halbgesichtsmaske und Atemregler. Genau, und dann kannst du nicht kommunizieren, und gerade wenn du dann noch zu dritt bist und du hast noch jemanden, der sozusagen externer Beleuchter von hinten ist und so, dann musst du natürlich schon wissen, wie es geht. Dadurch, dass wir das jetzt wirklich schon seit 15 Jahren oder 18 Jahren oder so zusammen machen, sind wir ein mega eingespieltes Team. Also wir haben unsere eigenen Zeichen und wir wissen schon ungefähr, wie es funktioniert, aber manchmal würden wir uns schon wünschen, einfach reden zu können, weil dann kannst du einfach sagen, hier, Kopf weiter nach links, so muss Uli wieder auf mich zuschwimmen, meinen Kopf nehmen, zack, wieder ein bisschen zurück und dann hoffen, dass es aber noch passt. Genau, also das ist dann manchmal tatsächlich ein bisschen aufwendig. Ja. Aber da ist dann ja auch, also gerade für solche Shots kann ich mir dann vorstellen, dass da halt dann die Planung eigentlich der König ist, weil ihr habt dann quasi den Shot schon fertig, bevor ihr runtergeht und dann unten einfach nur noch die Nuancen. Genau, Ja. Weil du vorhin schon mal sagtest mit den Bildmosaiken, da gibt es ja ein Bild, was eigentlich ganz berühmt ist und was vielleicht auch der ein oder andere schon mal gesehen hat, der nicht in der Unterwasserfotografie ist, das Bild von der Mars. Mhm. Das ist ja nun, die liegt auf 80 Meter. Genau, 75 Meter. So genau. Richtig, ja. Da ist ja eigentlich die Tiefe, wo man so ein Bild in der Form, wie das ist, nicht
hinbekommt. Also man kann nicht einfach drüber sein und sagen, okay, ich mache jetzt ein Foto und dann habe ich das Ganze, sondern muss man ja, wie du schon sagtest, mehrere hundert, mehrere tausend Bilder machen. Macht das dann ein Roboter oder macht das ein Mensch oder wie ist das Ganze? Beides. Also in dem Fall war es Thomas der Kucher, der diese ganzen Fotos gemacht hat. 640 Fotos hat er von der Mars gemacht und dann haben wir die am Rechner manuell damals noch, das glaube ich auch schon 10 Jahre her tatsächlich, manuell zusammengestitcht. Heutzutage kann man ja auch versuchen mit Lightroom oder so das zu machen und funktioniert unter Wasser nicht ganz so gut oftmals, von daher bietet es sich schon an, das Ganze manuell noch zu machen. Es können aber mittlerweile auch Roboter, also wir setzen jetzt aktuell gerade sogenannte AUVs ein, das sind autonome Unterwasserfahrzeuge, die werden im Endeffekt programmiert und können dann auch Flächen abfahren. Die werden vorher eben eingestellt, diese Flächen, und dann haben wir unten eine Kamera und ein Ringblitzsystem und dann geht das alle halbe Sekunde, macht die ein Foto und fährt einfach die ganze Strecke ab, die wir abfotografiert haben wollen. Und am Schluss nimmst du die ganzen Daten und machst daraus dein Fotomosaik und oder ein dreidimensionales Modell. Ja. Das ist also auch cool. Und das ist vor allem wichtig in Tiefen, sag ich mal, jenseits von 100 Metern. Da können wir als Forschungstaucher nicht mehr arbeiten, da ist bei uns längst Schluss. Die Meeresforschung hört aber nicht auf, da geht es eigentlich erst los. Und dementsprechend werden aktuell oder immer wieder neue Kamerasysteme entwickelt und eben neue Geräte entwickelt, weil das ist sozusagen das Auge unter Wasser. Also wir kommen in die Tiefsee letztendlich nur mit Kameras, wo wir was sehen irgendwie. Das ist also extrem wichtig und da arbeiten bei uns in Kiel zum Beispiel das GEOMAR, das große Meeresforschungsinstitut, glaube ich, gerade aktuell mit Leica zusammen, um da neue Kamerasysteme zu entwickeln. Das ist also schon mega spannend. Es ist aber einfach aufwendig. Du musst dir vorstellen, du musst ja jede Kamera druckdicht bekommen, du musst die Lampen, die Blitze, es muss alles druckdicht sein. Und da reden wir eben nicht mehr von einem Druck, was ein Sporttaucher oder ein Taucher in 50 oder 30 Meter Tiefe erlebt, sondern da reden wir von 1000 Meter, von 5000 Meter oder von 10.000 Metern. Ja. Und das sind Druckverhältnisse, die sind unvorstellbar krass. Also um vielleicht nur mal ein Beispiel zu geben, ich war vor kurzem vor Madeira mit einem U-Boot tauchen in 1000 Meter Tiefe und da lastet ein Druck, habe ich mir sagen lassen, von 35 Airbus A380 Maschinen vollgetankt und voll besetzt auf diesem kleinen U-Boot. Ja. Und da sind wir gerade in 1000 Meter Tiefe. Da kann man sich vorstellen, wie das steigt. Und dann muss natürlich eine Lampe, ein Blitz entsprechend druckdicht sein und immer noch funktionieren in der Tiefe. Das macht das Ganze dann aufwendig. Aber nochmal zu den Mosaiken ganz kurz zurück. Ist das was regelmäßig gemacht wird oder ist das was eher die Ausnahme ist? Dass man jetzt sagt, okay, jetzt bei sowas wie der Mars, das lohnt sich, großes Wrack, alles weit verstreut, dass man an Land da mal eine ordentliche Übersicht bekommt, da lohnt sich das. Aber ich sage jetzt mal, so ein kleines Boot irgendwo, wird das dann auch trotzdem gemacht oder ist das eher wirklich was für explizite Anlässe, wo man sagt, das ist besonders, das lohnt sich? Ich habe schon das Gefühl, das wird mehr, weil die Technik einfach einfacher wurde irgendwie. Ne? Also ich mache jetzt nicht von jedem Schiffswrack da so ein Fotomosaik, das kommt immer darauf an, wie die Fragestellung ist oder was die Leistungsbeschreibung hergibt, was wir machen müssen. Jetzt am Bodensee war gewünscht, dass von jedem Wrack auch ein SFM-Modell erstellt wird, also SFM Structure for Motion, also diese 3D-Modelle. Und dann machen wir das natürlich. Und auch diese 3D-Modelle, die werden tatsächlich viel populärer. Wir haben damit angefangen, 2010 haben wir die ersten 3D-Modelle gemacht, in tatsächlich in Mexiko in den Höhlen, aber von kleineren Objekten, also von einem Topf, von einem Maya-Schädel und dergleichen. Und dann habe ich die ganze Technik mal mitgebracht an die Mars. Da haben wir angefangen, eine Kanone in 3D zu dokumentieren und dann waren alle im Team so begeistert und meinten, ah, mega krass, wir machen die ganze Mars so. Wo ich noch dachte, boah, das wird ambitioniert, aber das ging. Wir haben dann zigtausende von Fotos gemacht, mehrere Teams, die da unten fotografiert haben, alle Fotos zusammengeworfen. Ewig lang gedauert, neue Rechner gekauft, weil die Speicherkapazität gar nicht gereinigt hat. Und dann kam tatsächlich das 3D-Modell raus. Und heute, mittlerweile, also 10 Jahre später, ist es wirklich so, dass ganz viele Sporttaucher mit GoPros unterwegs sind und einer guten Beleuchtung und filmen einfach das Wrack ab in einem Tauchgang und erstellen ihr eigenes 3D-Modell, das sie danach sogar auch gleich direkt ausdrucken, wenn sie sich einen Drucker holen und haben dann sozusagen vom Urlaub oder von ihrem Lieblingswrack ein kleines Modell zu Hause. Ja. Die Modelle sind jetzt nicht wissenschaftlich exakt genau, man kann da drin nicht messen und so weiter und so fort. Dazu wird es ein bisschen mehr Aufwand brauchen, man muss dann eben bestimmte Tiefen nehmen, man muss Maßstäbe reinlegen, damit man das Ganze referenzieren kann. Aber wenn man damit starten will unter Wasser, dann reicht es tatsächlich aktuell wirklich, sich eine GoPro zu holen. Gute Belichtung ist natürlich wichtig oder Videoleuchten oder entsprechend helles Licht, was unter Wasser mangelbar ist. Und dann kannst du das selber machen. Das ist eigentlich eine coole Technik. Also da sieht man, dass Kameras, Videokameras, Fotokameras, dass die in den letzten Jahren schon einen extrem großen Stellenwert bekommen haben. Ja. Das mit den GoPros zeigt dann ja auch einfach,
das, was du schon mal sagtest, dass halt die Technik einfach so weit vorangeschritten ist, dass das alles ein bisschen einfacher ist. Mhm. In Sachen, jetzt, wenn du sagst, so ein 3D-Modell von so einem einfachen, normalen Schiffswrack, sind das dann 10, 15, 20 Tauchgänge oder geht das tatsächlich relativ zügig bei euch mit eurer Technik, eurer Erfahrung? Das geht tatsächlich in einem Tauchgang mittlerweile. Also wenn man das schafft, das Wrack in einem durchzutauchen, hängt natürlich mit der Größe zusammen. Dann musst du das als, also wir filmen relativ viel, besser sind immer noch Fotos, weil die natürlich mehr Informationen erhalten, aber da ist es tatsächlich so, dass irgendwann mal der Blitz aufgibt in der Regel, weil nach, was ich, 200 Fotos ist der Blitz leer und 200 Fotos reichen nicht, dann brauchst du also eher 2000 Fotos. Aber wenn du das Ganze zum Beispiel abfilmst in 4K und dann mit einem Hundertstel oder 150stel filmst und dann ein Standbild rausnimmst, dann ist das eigentlich auch schön knackig scharf und das sind die Fotos, die wir dann aus den Videos extrahieren. Dann hast du am Schluss 5000 Fotos, musst aber das Wrack einmal komplett umschwimmen und aus jeder Richtung abfilmen. Also nicht nur aus einer Richtung so, sondern du musst dann wieder zurückkommen in Schleifen. Gibt bestimmte Muster, da haben auch unterschiedliche Teams unterschiedliche Philosophien, wie es am besten geht. Das ist, da gibt es kein Pauschal. Keine Pauschallösung, aber im Prinzip für einen Wrack kannst du das in einem Tauchgang machen und das ist natürlich schon cool, dass du einmal da warst und du hast es danach komplett virtuell für die Zukunft ja auch sozusagen erfasst, was halt auch cool ist, weil diese Schiffe, gerade Stahlschiffe oder so, die können zerfallen in den nächsten Jahrzehnten, irgendwann sind die da tatsächlich nur noch ein Schrotthaufen da unten, aber wir haben sie digital virtuell erfasst. Das mit dem Zerfallen, das fand ich schön, wo ich bei dir bei dem Vortrag war. Das Beispiel, was du gebracht hast mit diesem nachgebauten Schiff, was sie dann runtergelegt haben, war ein kleines Holzschiff. Das hatten sie dann bewusst runtergelegt für die Taucher als kleine Sehenswürdigkeit quasi. Und innerhalb von wie vielen Jahren war das dann weg? Fünf Jahre komplett weg. Der Schiffsbohrwurm komplett weggefressen. Genau, und also so gesehen ist das einfach eine super spannende Technik, die uns hilft, Sachen festzuhalten. Auch dieses Ausdrucken finde ich mega spannend. Du kannst dir vorstellen, du kannst es ins Museum geben, kannst es so groß ausdrucken wie eine Tischtennisplatte, das Wrack, und die Leute können direkt davor stehen und sich das anschauen oder auch mit diesem VR-Brillen mega abgefahren. Also die Mars gibt es jetzt auch als VR. Das habe ich vor kurzem mal aufgesetzt, nachdem ich da jetzt auch schon einige Jahre lang nicht mehr tauchen war. Und das ist also wirklich abgefahren, weil du dann, du hast halt einen Joystick in der Hand oder zwei Joysticks in der Hand. Mit dem einen machst du eine Lampe oder machst du Licht und mit der anderen hast du so einen Unterwasserscooter, wo du über das Wrack fahren kannst. Und das ist schon echt verdammt nah an der Realität irgendwie. Ne? Und dann da kannst du dich da drin bewegen. Und ich kenne das Wrack natürlich jetzt und dachte, ah geil, da war ich und da habe ich das gemacht. Und das ist schon echt cool. Und wenn man sich vorstellt, wenn die Technik da jetzt noch ein paar Jahre weitergeht, dann wirst du da komplett virtuell eintauchen können. Das ist gut für Kinder zum Lernen auch, diese VR-Geschichte hat man auch schon rausgefunden, dass sie viel besser lernen, wenn sie sich das visuell vorstellen können. Also von daher diese ganzen Unterwasserkamerasysteme, die dann letztendlich, egal ob gute Fotos, Fotomosaike oder 3D-Modelle produzieren, das ist nicht mehr wegzudenken. Ja, das ist schön. Aber auch wenn mehr Roboter kommen, ich denke mal, der Beruf des Forschungstauchers in dem Sinne kann ja nicht ersetzt werden, weil der macht ja halt nicht nur Bilder, zumindest in den Arbeitsteamen, die ihr habt, bis wohin könnt ihr arbeiten? Bis welcher Tiefe? Ja, tatsächlich, also so 80 Meter an der Mars, das war schon so mein Maximum. Christian war, glaube ich, auch schon mal irgendwie 90, paar 90. Die noch technisch versiertere Taucher, die machen auch mal 110, 120 Meter, aber dann ist die Zeit da unten schon wirklich kurz. Dann hast du da noch 10 Minuten und dann musst du 8 Stunden wieder nach oben dekomprimieren. Also da ist dann einfach die Frage, was ist Kosten-Nutzen-Rechnung und in den Tiefen würden wir längst dann schon Roboter einsetzen. Ja. Und man muss ja dann auch sagen, ob da nun 80 Meter oder 110 Meter ist bei der Meerestiefe, die wir haben, überall eigentlich dann auch Peanuts oder relativ. Genau, für Taucher krass, aber im Prinzip lächerlich irgendwie. Ja. Und von daher ist dann die Robotertechnik oder was auch immer, die Drohnen, die es gibt, die Unterwasserdrohnen, das ist schon eine gute Geschichte. Aber klar, also im Flachwasser sind wir noch nicht wegzudenken irgendwie, weil wir frieren zwar schneller wie ein Roboter und uns geht auch irgendwann bald das Gas aus, aber wir haben einfach noch ein Hirn zwischen unseren Ohren. So. Ja. Und wir können einfach auf Sachen flexibler reagieren. Wir haben zwei Hände, wir können Proben nehmen, wir können zeichnen, wir können Tiere fangen, wenn wir das mal müssen, was selten vorkommt, aber zu Probezwecken oder Markierungszwecken fangen wir zum Beispiel Hummer auf Helgoland und die sind markiert, wir drehen die einmal um, gucken, sind sie markiert und können dann Daten nehmen. Es wird also in den nächsten 50 Jahren garantiert keinen Roboter geben, der unter Wasser Hummer fangen kann. Irgendwie. Das können wir natürlich viel besser. Also von daher mache ich mir da um meinen Job jetzt erstmal noch keine Sorgen. Aber im Gegenteil, diese Computertechnik, die Roboter, die Kameratechnik, das hilft uns eigentlich letztendlich, die Meere noch besser zu erforschen. Und darum geht es ja bei uns im Job.
Gerade das mit den 3D-Modellen kann ich mir vorstellen, ist sehr hilfreich, dass man dann halt bei so einem aufwendigen Tauchgang, wie halt wieder mal Beispiel Mars, dann nicht noch 10-mal runter muss, weil man irgendwas nachgucken möchte, sondern halt einmal das 3D-Modell erstellt hat und sich dann im Trockenen hinstellen kann und in aller Ruhe durchgucken kann. Das ist ja dann wirklich auch sehr, sehr hilfreich, denke ich mal. Ja, aber ich finde. Ja. Für dich persönlich ist jetzt für die Fotografie halt einfach nur so, ich habe es als Job, das gehört zu meinem Job dazu, oder sagst du auch, ich gehe an einem freien Tag auch mal raus und mache mal an Landfotos, oder wie ist das bei dir? Doch, tatsächlich mache ich das, ja. Also ich habe schon immer fotografiert, nie gut und nie super ambitioniert, aber ich hatte schon als Kind eine Kamera und als Jugendlicher, wenn ich mal im Urlaub war, hatte ich irgendwie eine Knipse dabei. Doch, mir macht das schon Spaß. Also ich sehe immer noch, ich kann immer noch besser werden, aber ich glaube, wir können alle vermutlich besser werden in der Fotografie. Manchmal finde ich, fehlt mir so das Auge, was andere haben. Wenn ich dann andere Fotos mir anschaue, denke ich mal so, ey, genau richtig den Winkel erkannt, den ich vielleicht gar nicht erkannt hätte oder so. Aber mir macht es Spaß. Ich fliege auch viel Drohne irgendwie und wenn ich da irgendwas sehe, dann steige ich aus und mache schnell ein paar Fotos. Ich finde Drohnen einfach total toll, weil das so eine schöne Perspektive ist. Wenn ich im Urlaub bin, habe ich eigentlich immer eine Kamera dabei. Also ich habe schon Bock zu fotografieren, weil klar, einerseits brauche ich es und ich will auch besser werden für meinen Job, aber es macht mir auch Spaß irgendwie. Also ich bin jetzt halt nicht so der super Kamera-Nerd irgendwie, aber ich hänge schon auch, ich schaue mir schon auch YouTube-Videos an und da kommt eine neue Kamera aus und das Objektiv und so. Also gebe da schon auch ein paar Euro für aus und habe da auch Bock drauf. Das Problem ist tatsächlich immer, ich kann es steuerlich absetzen, weil ich das beruflich kenne. Und dann kann man sich das immer schön reden. Ich krieg ja noch Rabatt, weil Mehrwertsteuer kommt zurück. Dann denkt man so, passt schon. Und unterm Strich aber dann doch wieder einen Haufen Asche ausgegeben. Ja. Mein Gott. Ja. Bei den Drohnen, also jetzt bei den richtig klassischen Überwasserdrohnen, nutzt ihr das Unterwasser auch? Also jetzt nicht die Drohne Unterwasser, aber für die Arbeit unter Wasser in irgendeiner Form nutzt ihr das auch? Oder? Demnächst tatsächlich. Also wir sind jetzt gerade dabei, uns so ein ROV anzuschaffen, eine Unterwasserdrohne für bestimmte Jobs, die jetzt demnächst kommen. Und da werden wir uns einen anschaffen, der, ich glaube, bis 200 Meter einsatzbereit ist. Und auch mit Kamerasystem, Lichtsystem und Greifarm und so. Also bislang haben wir das noch nicht gemacht, aber wir sehen auch, dass man damit ganz gut arbeiten kann. Vor allem muss man vielleicht auch nicht permanent nur noch Taucher ins Wasser schicken. Das heißt, wenn du erstmal eine Fundstelle suchen willst oder dir einen Überblick verschaffen willst, dann schmeißt du einfach die Kiste ins Wasser, tauchst schnell runter, schaust dir das an, so schaut es aus, so ist die Sicht, wie auch immer, zack, wieder hoch und dann kann ich entscheiden, Taucher rein oder nicht. Wir sind mit diesen Geräten immer schon in Berührung gewesen, aber jetzt holen wir uns tatsächlich auch unser eigenes, um das quasi künftig einzusetzen. Und nutzt ihr auch jetzt DJI oder sowas, weil wenn jetzt eine Wrack zum Beispiel jetzt nicht halt in 80 Meter Tiefe liegt, sondern halt in 5 Meter, 10 Meter, dann kann man das ja mitunter von Überwasser auch gut sehen. Nutzt ihr dafür dann auch normale Luftdrohnen? Ja, ganz genau. Wir haben die DJI-Drohnen, Mavic und Mini und alles. Einerseits um wieder Beauty-Shots zu machen, schöne Fotos für unsere Vorträge und Bücher. Aber genau, also wir haben zum Beispiel pflanzen wir Seegraswiesen an im Auftrag des Geomar im Flachwasser an der Ostsee. Seegraswiesen extrem wichtig sind, CO2-Speicher sorgen dafür, dass die Küsten stabil sind, kleine Tiere können da drin aufwachsen, also es ist der Kindergarten für die ganzen kleinen Fische, also extrem wichtiges Ökosystem und das pflanzen wir an und in bestimmten Schachbrettmusterartigen Feldern sozusagen, also immer ein Quadratmeter, einer frei, ein Quadratmeter, einer frei und das siehst du dann von oben, wenn du mit der Drohne hochfliegst und dann kannst du ein Jahr später wieder kommen und dann siehst du auch, okay, die Wiese ist gewachsen und hat sich ausgebreitet oder nicht, also dafür ist es perfekt. Jetzt am Bodensee haben wir gerade ein Wrack untersucht, was in 2 Meter Wassertiefe liegt. Das wurde also genau eingemessen mit Differential-GPS, die einzelnen Spanten und Planken, die rausschauen. Und ich habe von oben ein Drohnenfoto gemacht und dann kann man das auch georeferenzieren, dass du einfach siehst, so liegt es. Daneben ist zum Maßstab noch zufällig unser kleines Bötchen, dass man das sehen kann. Also das sind dann echt ganz, ganz coole Gimmicks, die wir da einsetzen. Also genau, das kommt auch vor. Weil du jetzt gerade sagtest, für eure Bücher und sowas, du hast ja jetzt vor kurzem ein Was-ist-was-Buch rausgebracht, zusammen mit dem Uli war das, ne? Genau, also das war jetzt das Erste, was ich alleine geschrieben habe. Es gibt 3 jetzt mittlerweile schon. Okay. Genau, wir haben Tauchen geschrieben, dann Unsere Ozeane, das habe ich mit Uli zusammen gemacht und jetzt habe ich gerade Versunkene Schätze ausgebaut. Also mein Leibthema sozusagen, mein Lieblingsthema, wo es darum geht, was liegt eigentlich alles in den Meeren für Kinder, von der Titanic angefangen bis hin zur Frage, gibt es überhaupt Atlantis und so. Ja, genau. Ja. Ja. Okay.
Der ein oder andere von euch hat ja sicherlich auch kleine Kinder zu Hause, deswegen freue ich mich sehr, dass der Flo sich bereit erklärt hat, ja ein Buch mit zur Verfügung zu stellen, und das wird man dann hier entsprechend auch mit verlosen. Das Ganze erkläre ich euch dann, nachdem wir hier mit dem Interview durch sind, wie er da rankommt. Und genau. Du hast ja gesagt, dass du sehr viel fotografierst. Hast du denn aus diesem Jahr, auch wenn das jetzt noch nicht vorbei ist, wir haben gerade Mitte November, aber hast du denn aus diesem Jahr schon irgendwie so ein Lieblingsbild? Wo du jetzt sagst, das ist so ganz besonders, jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil es das technisch beste Bild ist, sondern einfach, weil du sagst, vielleicht auch eine Geschichte, die dahinter hängt oder sowas. Oder halt sagst, das ist einfach für mich das, ja, das Bild aus 2022. Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, da gibt es ein paar irgendwie. Mhm. Also ich fotografiere relativ gern Landschaften irgendwie. Mhm. Da habe ich schon so ein paar, die ich schön finde. Und jetzt am Bodensee ist mir das ein oder andere gute gelungen. Philipp an einem alten Schiffswrack, ja, das finde ich eigentlich ganz schön. Ich habe das auch mal überlegt, tatsächlich für meine Eltern zumindest mal einen Kalender zu erstellen, irgendwie, wie man das so macht, irgendwie, um diese Bilder auch dann nochmal wieder hervorzuholen. Irgendwie. Ja. Ich habe tatsächlich viele, die man dann auch gar nicht mehr sieht. Ja, man schaut die dann einmal an, das wird vielen ja so geben. Und dann sind sie weg. Aber das Lieblingsfoto, das ist tatsächlich schwierig irgendwie. Wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Manchmal hat man es ja so, dass man dann sagt, so aus dem Jahr, Mensch, das Bild, das war da ganz besonders toll. Jetzt ist es nicht ausgefallen, aber wir sind fast durch. Das Bild ist ganz besonders toll, aber wenn das nicht ist, dann ist das nicht. Manchmal hat man halt auch 10, 7, dann ist es so. Genau. Ich habe doch tatsächlich eine Fadenschnecke dieses Jahr unter Wasser fotografiert. Ja. Das sind so kleine Nacktschnecken, die extrem bunt sind. Ja. Und da waren wir in Griechenland und da war ich mit Makro unterwegs, was ich nicht ganz so oft mache, weil ich auch nicht so geduldig bin wie manch andere, weil das ist echt, wenn das Vieh dann sich bewegt, das ist zwar langsam, aber dann doch zu schnell oft und dann mit, also es ist alles nicht so ganz einfach, aber da sind mir tatsächlich ein paar ganz coole gelungen und die feiere ich gerade ab irgendwie, die finde ich echt schön, da habe ich mir auch schon überlegt, ob ich mir das endlich so hier mal ausdruck. Genau, doch, das vermute ich erst die Fadenschnecke. Ja. In Griechenland hatte ich tatsächlich auch meine erste von der Art fotografiert. Die hat sich selber zwar nicht bewegt, aber die saß auf einer Alge oder sowas. Ja, und die hat sich in der Strömung schön hin und her und dann bist du mit der Kamera nur. Das war. Ist tatsächlich. Ich habe auch, ich glaube, das waren 90 Minuten Tauchgang und am Schluss drei Bilder, aber hey, drei Bilder. Also von daher. Okay. Und wenn eins davon perfekt ist, dann ist eins davon perfekt und dann hat sich der ganze Tauchgang gelohnt. Eben, jetzt hast du gesagt, du warst letztens mit dem U-Boot mal auf 1000 Meter. Ist das. Also ich persönlich war jetzt noch nie so in einem U-Boot, also ja klar, mal auf 5 Meter hier diese Touristen-U-Boote, aber ansonsten ist das im Vergleich zum normalen Tauchen was völlig anderes oder sagt man halt, ja, man ist nicht nass, aber ansonsten ist das trotzdem sehr, sehr ähnlich, oder? Ja, es ist natürlich schon was anderes, weil einfach die Situation ja andere ist, also in die Tiefe runterzutauchen in so einer kleinen Stahlkugel, das ist natürlich schon was Besonderes und man braucht einfach blindes Vertrauen in die Technik und den Piloten, der einen da runterfährt, wenn da irgendwas passiert, dann ist halt auch relativ schnell Feierabend. Ja. Aber ich finde das unglaublich faszinierend. Das ist vor allem für mich sehr entspannend, weil ich kann einfach nur aus dieser fetten Glaskuppel gucken und kann alles wahrnehmen irgendwie und muss jetzt nicht noch irgendwie hier Atemregler und Luft rein, Luft raus und Gascheck und wie auch immer. Das ist einfach sehr entspannend, weil in dem Fall habe ich einen Piloten neben mir, der das Ganze fährt. Man kann sich unterhalten, man kann daneben was trinken, was essen, schaut sich das an, sagt, hey, fahr mal ein bisschen weiter da nach drüben. Das ist schon mega cool. Es kommt leider eben sehr, sehr selten vor, weil der Trend geht weg von der bemannten Meeresforschung in der Tiefsee hin zu unbemannten Geräten, über die wir ja schon gesprochen haben, also Drohnen, ROVs, AUVs und dergleichen. Aber es ist auf alle Fälle ein Erlebnis, oder war für mich die paar Male, wo ich es machen durfte, auf alle Fälle ein Erlebnis, schon echt spannend. Vor allem auch die ganze Technik, die da drin ist. Ne? Dann hast du ja eben auch wieder, wir hatten da 4, 5 Kameras dabei, irgendwie in dem Fall haben wir auch gleichzeitig noch für TRX gedreht. Das heißt, wir hatten einen Versuch, einen tiefen Tauchgang, und da muss natürlich alles sitzen. Dementsprechend musste der Kameramann im Vorfeld die Kameras innen installieren, dann nach außen gefilmt, dann habe ich auf 1000 Meter noch eine Moderation gemacht, von der ich hoffe, dass sie gut geworden ist. Ich habe sie noch gar nicht gesehen, das wird die Regisseurin checken, weil das eben ein Event war, ein Tag, ein paar Stunden da unten und da muss halt alles stimmen irgendwie. Aber das finde ich halt auch so faszinierend, diese ganze Technik, die da drin steckt in so einem U-Boot, was man da machen kann, mega cool. Ja. Und die Kameras, die, also nach innen filmen ist klar, die sind innen, aber die Kameras, die nach außen filmen, sind dann auch innen angebracht oder außen angebracht? Unterschiedlich. In dem Fall hatten wir sie tatsächlich innen, weil da kommt man sie besser bewegen und steuern, Blende, ISO, Belichtung, die immer schnell einstellen und dann durch ein großes Acrylfenster, das ist so ein Plexiglas-Acrylfenster, 14 cm dick, konnten wir da schön rausfilmen. Das war mega cool. Es gibt aber natürlich auch die Option, dass die Kameras draußen sind und da kannst du die von innen steuern. Das gibt es auch. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob die Lula das hat.
Ich glaube, da war alles nur innen drin irgendwie. Aber andere U-Boote, die Jago zum Beispiel, die wir in Kiel haben, da sind die Kameras draußen angebracht. Gibt es die noch oder ist die die jetzt? Ist, die, also die gibt es noch, die steht im Foyer des neu gebauten Geomar, aber wird nicht mehr eingesetzt. Also die ist sozusagen in Rente gegangen und auch die Lula 1000 wird in Rente gehen. Und dann haben wir eigentlich, soweit ich weiß, aktuell kein deutsches Forschungstauchboot im Einsatz, sondern eben nur noch unbemannte technische Geräte, die wir da runterschicken. Ja. Genau. Was steht dann als nächstes Größeres an bei dir? Sicherlich nicht wieder 1000 Meter im U-Boot, sicherlich irgendwas anderes. Nee, tatsächlich wird es jetzt erstmal ruhiger. Jetzt steht ja der Winter vor der Tür, das heißt, da ist eigentlich immer Zeit, Berichte zu schreiben und dergleichen. Aber im Januar geht es möglicherweise in die Antarktis. Da allerdings nicht zum Tauchen, sondern da bin ich auf so einem Expeditionskreuzfahrtschiff, auf so einem Mini-Ding dabei und bin als Lektor sozusagen engagiert, werde da Vorträge halten für die Gäste. Zur Meeresforschung, über die Meeresforschung. Und ansonsten nächstes Jahr wieder, keine Ahnung, wieder Ostsee, wieder nach Helgoland, wieder zum Bodensee. Also Terra X drehen wir wieder, ich glaube in Schottland sind wir und in Schweden. Also viel zu tun. Neue das Bücher wollen wir auch schreiben, also uns wird nicht langweilig. Das ist sehr schön. Dann freue ich mich, dass du dir trotz der ganzen Termine hier die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Und mal erschienen bist. Vielen Dank. Das war das Interview. Was ist eure Meinung? Für mich persönlich war es tatsächlich das interessanteste Interview, weil das einfach mal einen anderen Aspekt gibt. Wir sind jetzt halt hier nicht in der Fotografie als solches drin, um des Fotografierens willen, sondern halt wirklich in einer sehr, sehr praktischen Anwendung, wo die Fotografie ein Mittel zum Zweck ist. Und das ist ja dann nochmal eine andere Herangehensweise mitunter und führt zu anderen Sachen. Und deswegen fand ich das Interview wirklich sehr, sehr interessant und war sehr glücklich, dass Flo hier gesagt hat, er macht mit. Schreibt eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare, können wir uns gerne mal drüber austauschen. Wenn es das nächstes Jahr nochmal geben sollte, soll man dann auch mehr solche außergewöhnlichen Sachen machen oder lieber die Klassiker, sage ich mal, andere YouTube-Kanäle oder ähnliches. Auch das gerne mal unten in die Kommentare. Den zweiten Preis gab es ja, wie gesagt, im Video drinne. Schreibt das Codewort 1:1 ab, hatte ich ja eingeblendet und dann seid ihr mit im Lostopf drinne. Offen ist das Ganze noch bis zum 01.01.23. Mit Silvester ist Cut. Bis zum 10.01. werde ich dann die Gewinner ziehen und benachrichtigen. Und ja, dann sind wir mit dem relevanten Teil schon durch. Aber am 24.12. kommt noch ein Video und da gibt es noch mal was zu gewinnen. Also unbedingt noch mal reinschauen. Mit dem Video bin ich dann am Ende. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Über ein Abo würde mich auch riesig freuen. Und wir sehen uns dann spätestens am 24.12. wieder. Bis dahin. Ciao.